Heute craften wir uns drei verschiedene Monsterrüstung und mit diesen Crafting-Rezepten können wir uns dann in die jeweiligen Monster verwandeln. Und damit, hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin allein, denn Ebru ist bei ihren Eltern und Elina ist noch im Skiurlaub und deswegen bin ich hier von der Partie, Leute. Aber wir haben mit drei Crafting-Rezepte. Jedes Crafting-Rezept steht für ein Monster. Könnt ihr erraten, was ist? Ich gebe euch 3 Sekunden. 3, 2, 1. Okay, das ist natürlich der Mordzombie, ne? Kennt man ganz klar. Das ist natürlich der Eisengolem, ne? Und das ist ein Blaze. Na, diese ganzen Items müssen wir jetzt zusammensuchen, möglichst auch überleben dabei, das wäre nicht schlecht. Und dann können wir uns in die Zombies-Monsterheimer verwandeln. Wir beginnen mit den Zombies, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Eisen. Aber bevor wir mit Eisen beginnen, brauchen wir erstmal eine grundsätzliche Ausrüstung. Und was wir auch brauchen, ist auf jeden Fall einen ganz kräftigen Like von euch, wenn ihr wollt, dass wir uns noch in weitere Monster verwandeln. Alter, man kann sich ja auch in Enderdrachen und so verwandeln. Da hat man auch richtig die Fähigkeiten wie er, kann rumfliegen, sieht so aus und so. Das ist mega cool. Also lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr wollt, dass wir uns auch noch in weitere, noch viel krassere Monster verwandeln. So, ich würde sagen, wir machen uns eine Werkbank und Sticks. So, dann machen wir uns hier eine Spitzhorge. Und dann machen wir uns schon mal Steintools, ne? Wir sind ja nicht bei einem Speedrun. Ich habe übrigens eine neue Speedrun-Taktik heraus. Also, ich habe die jetzt nicht selbst herausgefunden. Ich habe die im Internet gesehen mit Endermännern, wie wir die vielleicht in Zukunft viel schneller bekommen können. Ich bin gespannt. Das müssen wir auf jeden Fall im nächsten Speedrun herausprobieren. Falls ihr euch wundert, weshalb hier Redstone so weit oben ist, ich habe alles verzehnfacht. Ihr kennt mich. Zehnfache Diamant, zehnfaches Gold und natürlich auch zehnfaches Redstone. So, ich würde sagen, 20 Steine reichen. Buff, buff. Ein Schwert kann ich schaden, sag ich mal. Eine Spitzhacke kann ich schaden, sag ich mal. Und eine Schaufel. Und eine Axt. Ja, warum nicht, ne? Und ein Ofen. So. Okay. Gut, jetzt haben wir alles, würde ich sagen. Puff. Bisschen Holz nehmen wir noch mit. Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Eisen. Und, oh ja, und hier, oh ja. Feuersteine brauchen wir natürlich auch. Da haben wir einen. Wir brauchen 4 zum Craften, ne? Und 1 würde ich gern selbst behalten, also 5. 2 haben wir. Zum Glück habe ich hier direkt einen See, Alter. 3. Puff. So, ja, 3 haben wir. Okay, das heißt, wir brauchen noch 2 weitere. Dann kann ich zumindest schon mal die Feuerzeuge craften, wenn ich dann später noch das Eisen habe, ne? Versteht sich. Wir müssen eh auf Nacht warten. Wir brauchen Rotten Flash. Das heißt, wir brauchen eh Zombies. Ach, come on. 5, 6. Wir haben sogar 6 jetzt. Mein Gott, wer meint so 4? So, Werkbank behalten wir. Die brauchen wir später sowieso, wenn wir craften. Eisen. Wir benötigen jetzt Eisen. Dazu brauchen wir idealerweise eine kleine Höhle vielleicht. Um Essen kümmern wir uns erst, wenn wir ein Feuerzeug haben. Dann sparen wir uns nämlich... Dann sparen wir uns das Braten. Los, hier Eisen. Lapis? Oh, Lapis kann ich sogar mit Stein abbauen, glaube ich, oder? Aha! Brauchen wir Lapis? Ich glaube nicht. Aber vielleicht wollen wir ja verzaubern. Die Monsterrüstung verzaubern dann oder so. Kann ja nicht schaden. Let's go weiter. Gold, Kohle, Diamant. Ich habe Diamanten vor Eisen gefunden, Alter. Automatisch springen, Alter. Verdammt nochmal. Ich habe Diamanten vor Eisen gefunden. Okay, ist natürlich auch manipuliert, Leute. Ne, wisst ihr Bescheid. Wir nehmen uns ein bisschen Kohle. Wir werden das brauchen für Eisen. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, komm, 12. Eine schöne Zahl. Puff. Diamant können wir nicht abbauen. Gold können wir nicht abbauen. Gold können wir wieder nicht abbauen. Als ob, Alter. Wie kann man so viel Pech haben? Okay, wir haben leider keine Eisen. Wir müssen zurück. Der anderen Seite ging es, glaube ich, nicht runter, oder? Junge, ich will mehr Diamanten, Alter, als weiß ich auch nicht, als Eisen. So, hier haben wir noch mehr Eisen. Das werden wir auch gleich brauchen. Wir haben auch gleich Nacht, manchmal nicht mehr Essen, Alter. Hey, das war's? Geizhalsspiel, ey. Jetzt auf die schnelle Essen zu finden, ist natürlich auch schwierig. Ich guck mal hier ein bisschen rum, aber... moin, moin, Schweine, Hühner... Mann, die sind nur Wölfe, Alter! Moinsen, euch greife ich bestimmt. Oh, ich kann nicht mehr sprinten, ne? Komm, ich nehme die Pilze mit. Kuh! Moinsen. Ist das nicht meine Insel von vorhin? Höhle von vorhin?
Danke, Bro. Das ist ja wirklich bitter nötig, ey. Lecker, lecker, lecker. So, okay. Buff, jetzt gehen wir los hier. Komm her, mein Guter. Ah! Du hast die Kuh gekillt, du Schwein. Okay. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Essen. Hier 8 und die 2 braten wir direkt noch. Reicht erstmal. Wir gehen zurück und machen uns die Zombie-Rüstung, Alter. Am besten, wir treffen jetzt hier irgendwie noch ein paar Spinnen. Brauchen wir Spinnen? Nee, Spinnen verwandeln wir uns nicht. Skelette. Brauchen wir. Oh, ich habe mir gar nicht gemerkt, was ich alles brauche für später. Oh, Alter. Ciao. Hey. So. Lost. Okay. Zombies, Alter. Ah, da ist ein Zombie. Ich habe ihn genau gesehen. Der war hier. Da links ist noch einer, aber... Ah, hier. Perfekt, perfekt. Da bist du. So, Kollege. Jawohl. Gott. Ist gegen einen Zombie gestorben. Okay, wir haben... 4. Wir haben die Rüstung zusammen. Wir haben die Rüstung zusammen. So, ich kill jetzt. Ich hole mir aber noch kurz Essen hier, weil es wirklich. Wirklich Not am Mann hier ist, Alter. Da kommen nämlich auch schon wieder ein Haufen Heimer. So, okay. Wir laufen zurück. Nein, Skelett. Uiuiuiui. Eisen, Fleisch rein. Oh Gott, Alter. Das ist so ein Kamikaze-Agent gewesen, Mann. Boah. Ui, so. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 Feuerzeuge. Eins wollen wir behalten. Rotten Flash haben wir und ein Eisenschwert. Dann machen wir am besten 2, oder? Ich will ja selbst auch... Ach nee, ich brauche noch eine Spitzhacke. Oder... Okay, egal. Dann 5 auf Eisenschwert und mal eine Spitzhacke. Die brauchen wir nämlich eh dann später. Ach nee, da können wir uns direkt der Diamanten farmen. Ah ja, ja, genau. Erstes Crafting-Rezept haben wir zusammen. Wir können das, glaube ich, auch direkt machen. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich in einen Zombie verwandle. Vielleicht kann ich da nicht mehr... Also, weiß ich nicht, was... Kann ich da noch craften? Kann ich da noch farmen? Wir müssen das... Ich muss das selbst erstmal herausfinden. Ich würde sagen, wir machen auf Nummer sicher und bauen erstmal eine Kiste, Leute. Weiß ich nicht, was da genau passiert. Da tun wir alles rein, was ich nicht gebrauchen kann. So. Erstmal alles rein, Leute. So, jetzt habe ich nochmal 2 Eisen. Okay, nice. Das brauchen wir zum Craften. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und die Spitzhacke nehmen wir auch mal, falls wir farmen müssen. Hier meine ganzen Werkzeuge. So. Okay, seid ihr bereit, Alter? Essen? Ach ja, Essen ist auch nicht schlecht, oder? Essen-Zombies? Ich habe keine Ahnung. Wie war das nochmal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puh. Zombie-Kopf. Let's go. Zombie-Rüstung, her damit. Da haben wir sie. Zombie-Maske. Okay, passt auf. Bonus. Immun gegen Gift. Es hat aber keine Fähigkeiten. Ja, okay, Zombies haben ja auch keine Fähigkeiten. Die können nur rumlaufen. Verbrenne ich jetzt auch am Tag? Okay, man hat Nachtsicht. Das ist ganz praktisch. Ja gut, aber... Und man ist halt immun gegen Rüstungs... Rüstungspunkte sind aber gut, Alter. Ja, okay, aber ist halt auch der Schwächste. Ist auch der Schwächste. Kann ich noch weiter abbauen? Okay, abbauen geht auch noch. Okay, warte, dann greifen mich jetzt andere Zombies an. Es sieht so aus. Okay. Na gut, das ist jetzt noch... Okay, jetzt Zombie, alles klar. Der Creeper, Mann. Dadurch, dass natürlich Zombie... Hey, Bro, von wo? Dadurch, dass Zombies jetzt keine Special-Fähigkeit haben, ist es natürlich jetzt auch noch relativ... unspektakulär. Und was halt doof ist, ist, ich habe für den... Ach doch, wir brauchen voll viel Eisen für den Eisengolem und so ein Mondding. Aber vielleicht wäre vorher ein Dia-Schwert ganz praktisch. Okay, Plan ist, wir farmen hier ein bisschen Dias, ein bisschen Eisen. Oh mein Gott, bin ich OP! Hä? Wie... Okay, steht hier nicht. Okay, Zombies sind auf jeden Fall viel stärker. Ach nee, der hatte schon Damage. Ich dachte schon. Alter, ein Eisengolem muss ja mega OP sein. Ich freue mich schon darauf. Eisengolem, da fetzt sich ja alles easy weg. Ja gut, dann habe ich vielleicht das Eisen ein bisschen illegal beschleunigt. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ich gebe nichts zu. So, warum habe ich denn so wenig Stein, Mann? Ey.
Tut mir leid, Leute, ich muss leider euer Haus abbauen. Ich weiß, ein bisschen doof jetzt gelaufen für euch. Ich versuche so, dass kein Loch in der Wand entsteht, okay, weil ich ein Ehrenbrother bin. Ich klaue nur das, was man hier auch easy klauen kann. Weil ihr wieder auf großem Fuß lebt ihr hier. Ja, okay. Ups. Ist wie neu. Fällt niemanden auf. So. Eine Werkbank. Haben wir eine Werkbank? Hab ich nicht gerade hier eine Werkbank irgendwo platziert, sag mal? Ey, mein Kurzzeitgedächtnis wieder, Leute, ne? Okay, wartet. Buff. Buff. Jetzt machen wir Dual-Ofen. Oder auch Triple-Ofen. Geht auch. So, buff, buff, buff. Hier machen wir 9 rein. 4, 4. Da machen wir das rein. Da machen wir. Mann, das rein. Da machen wir das rein. Hey, ich dreh gleich durch, Mann. Über was unterhalten die sich? Chillt mal. So in der Zwischenzeit, also hier auf jeden Fall Eisen am Burnen. Wir haben auch schon einiges. Warte mal. Ah ja, 5 schon. Ah ja. So, da können wir in der Zwischenzeit, während das dann aber noch weiter burnt, Mohn haben wir hier auch gerade, ne? Mann. So, Hammer. Können wir mal darüber reden, dass ich in dem einen Video 2 rosa Schafe hintereinander gefunden habe? Die Wahrscheinlichkeit ist unter 1%. Ich habe 2 hintereinander. Das ist mega selten, ohne Witz. Das fand ich krass. Das schaffe ich nie wieder in meinem Leben, Leute, ohne Witz jetzt. Okay, so, ja, Fleisch müssten wir damit jetzt erstmal safe genug haben. Und wir können uns daran machen, uns in einen Eisengolem zu verwandeln. Ah ja, der hatte diese Special-Fähigkeit, dass der andere so in die Luft shootet, ne? Oh, da freue ich mich jetzt drauf, Leute, passt auf. Wir haben jetzt, glaube ich, auch genug Eisen. Wir brauchen noch... Wir brauchen 8, ne? Genau, und einen Mond. Das müssten wir alles haben, wartet mal. Eisengolem-Maske, Bonus, 80% also 80 Herzen, 14 Damage plus, Fähigkeit, du kannst alles in die Luft schlagen und Rüstung 12, let's go, bam. Okay, wir sind ein Eisengolem, alles klar, aber wir sind langsam, ja logisch, weil die auch so langsam laufen, da geht aber eigentlich immer trotzdem recht schnell, wir müssen regenerieren, wir haben einen Haufen Herzen, einen Haufen Damage, oder? Wir haben einen Haufen Damage. Okay. Wir haben aber auch diese Special-Fähigkeit. Wie geht das? Launching. Okay, okay, okay. Da müssen wir gleich noch zu dem Schaf. Ist hier noch irgendwas in dem Ofen drin? Hey, ich habe mir das Rezept... Ah ja, doch, wir müssen jetzt ein Portal bauen. Aber wir haben ja eh einen Dia-Pegax. Ist ja gar kein Problem. Das heißt jetzt, wir verwandeln uns zur Blaze. Aber erstmal will ich die Special-Fähigkeit austesten. Kommen Sie her. Mann, ich kill die mit der Faust. One-Hit das. Dann sehe ich auch gar nicht, dass die hochfliegen. Okay, wartet. Wir müssen zu den Pferden. Die haben mehr. Pferde haben mehr. Mehr HP. Die halten vielleicht einen Schlag mit der Hand aus. Ja, okay, vielleicht ist ein Pferd kein Mob. Dann brauchen wir ein feindliches. Ja, okay. Wir können ja dann einfach im Nether. Dazu brauchen wir aber erstmal Obsidianski. Und vielleicht ein... Oder ein Lavasee. Lavasee? Oh mein Gott, Alter. Wie kann man so viel Glück haben? Okay, wir machen hier... Okay, Lava, okay, wartet, wir machen hier Lava, Lava. Lava, Lava, Lava. Puff. Puff, puff, puff. Aha, sehen Sie, ein Hammer. Aber das ist eh die Sache, die gar kein Problem ist eigentlich. Oh, warte mal, puff, so. Die gar kein Problem ist. Die Festung wird jetzt, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Aber da haben wir Lavasee. Lavasee ist eigentlich immer ganz guter... Ganz guter Indiz dafür, dass wir da... Mann, ich bin so langsam. Ist das eine Festung? Ja, natürlich, Alter. Okay. Wie komme ich da hin? Das ist gar nicht so einfach. Ach, ich kriege auch keinen Fallschaden, kann das sein? Irgendwie habe ich gerade keinen Fallschaden bekommen. Na gut, wir haben im Grunde... Okay, wir müssen uns halt hier durchgraben, Leute. Was soll's? Hoch und durch. Und ich hoffe, dass ich auch keine Lava treffe, die mich dann killt. Ah, was haben wir hier? Oha, wartet. Praktisch. Warte mal, die kann ich hochlaunchen. Ich probier's. Mann. Ich glaube, ich muss das mit der Hand machen. Leute, ich muss das safe mit der Hand machen. Das Gute ist, wenn man einen Zombie-Pigman One-Hit killt, dann werden die anderen nicht getriggert. Klar.
Gas? Ne, Gas verwandeln wir uns heute nicht. Können eigentlich direkt auch hier craften. Wir können uns direkt hier verwandeln. Wir haben ja alles. Wenn ich mich jetzt richtig... Diaschwerthammer... Laziness ist kein großes Hindernis mehr, sag ich mal. So. Da. Wir haben genug. Wir haben Nachtsicht, Sprungkraft, Feuerschutz. Okay. Bonus. Fliegt. Oh mein Gott, ich kann fliegen. Ha! Aber wie so eine Blaze. Ich kann, also, ne? Ich kann so schweben quasi. Okay. Immun gegen Feuer. Oh, ich bin fast in die Lava, Alter. Uiuiuiui. Ja, immun gegen Feuer testen wir. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Das kann ich bestätigen an dieser Stelle. Was haben wir noch? Hold C und Fireboards, wenn man fliegt. Shift. Hold Shift to glide. Ah, warte mal. Ah, okay. Jetzt kann man quasi so in der Luft gleiten. Das ist die versteckte Fähigkeit. Und jetzt, wenn ich jetzt C mache. Aha! Man muss aufladen. Okay. Mann, ist voll schwer zu treffen, Alter. Jetzt weiß ich, warum die Blazes nicht treffen. Könnte ich das warnen, Alter? Ich bin die schlechteste Blaze der Welt. Kann ich das auch, wenn ich gleite? Dann ist es vielleicht ein bisschen leichter. Nee, ich muss fliegen, verdammt. Ulla. Kann es sein, dass man die nicht treffen kann? Ich bin ja so schlecht. Okay, wir sind aber auf jeden Fall eine Blaze geworden. Nicht schlecht. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für mehr Monster-Rüstung in Minecraft. Ich würde mich freuen. Abonniert meinen Kanal kostenlos, um keine Folge zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.